Moin moin und hallo, heute mal ein Test vom Brown Series 9 Rasierer, elektrischer Rasierer für Männchen. So, das ist für die Rasur gedacht und wir fangen mal richtig schön an. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich dort mir ein 3-Tage-Bad als Präsentationsobjekt stehen lassen oder eher gesagt wachsen lassen, aber das ist schon nach 2 Tagen bei mir da, weil da kommt immer so viel. Aber ich hau jetzt mal voll rein hier und das Teil, das holt ganz schön was runter, wie ihr seht, von meiner Wolle am Kopf oder eher gesagt am Hals und an den Wangen. Versucht den Rasierer immer 90 Grad zur Haut zu halten und dann ihn hin und her zu bewegen. Ja, ihr kommt damit auch ganz gut in die Problemzonen am Kinn. Und ihr seht, das läuft recht flüssig hier ab. Ja, ist okay. Ja, und es fühlt sich auch ganz gut an. Also er zupft jetzt gar nichts. Und auch danach die Reinigung. Könnt ihr euch auch anschauen, habe ich auch mal gezeigt, wie ihr das so rumreinigen könnt. War auch ganz chillig drauf. Und da werden richtige Fläumchen weggezwiebelt. Wir werden jetzt mal den Scherkopf richtig feststellen, um oben den Oberlippenbart zu eliminieren. Und das läuft auch ganz gut. Nur was ich sagen muss, so nach 2 Tagen danach hatte ich ganz schön Ausschlag auf der Haut, ne? Das war jetzt nicht so der Burner. Also würde ich euch eher mal empfehlen, nach so einer Rasur, wie ich hier gerade zeige, dass ihr da mal was Rasierwasser drauf knallt, ne? Und wenn ihr empfindliche Haut habt, dann noch so eine Lotion, zum Beispiel Aloe Vera Zeugs drauf, dann wird das bestimmt nicht so tragisch werden, ne? Aber bei mir, seht ihr, da steht immer noch ein bisschen, ne? Aber es ist okay, wir gehen jetzt mal auf den Kotelettentrimmer und guck uns mal an, wie wir die da hinkriegen. Ja, die Koteletten werden weggezwiebelt. Der Langhaartrimmer funktioniert also auch. Ja, ist gut. Ja, und wir können das hier vielleicht noch an den großen Härchen unten an meinem Hals ausprobieren und ja, nochmal schön über die Wange zwiebeln. Und weil der Rasierer selber hat jetzt die langen, borstigen Haare jetzt nicht so gut gemacht. Deshalb nehmen wir jetzt mal den langen Haarschneider. Aber es läuft. Ist ganz gut zu benutzen. Und wenn ihr das täglich anwendet, diesen Brown Series 9, dann ist es bestimmt eine gute Sache. Vor allen Dingen mit dem Reinigungsgerät dazu. Das ist wirklich sehr handlich. Also für Business Guys, die jeden Tag einen blanken Popo auf dem Gesicht haben müssen, da läuft das. Aber bei so kernigen Typen wie mir, der mal ein paar mehr Haare und ein bisschen mehr Wolle im Gesicht hat, weil er ein bisschen faul ist, jeden Tag zu rasieren, ist das, glaube ich, ungeeignet. Also, wir halten fest, das Teil ist gut, aber nur für die tägliche Anwendung, wenn ihr am Ball bleibt. Wenn ihr den nicht so jeden Tag benutzen wollt, dann kann es schon was Ausschlag geben, ne? Aber es ist gut geworden. Ja, ist gut. Ja. Der Proband ist auch zufrieden. Ja, er sagt okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.